Was glaubst du, wie viel Wasser verbraucht ein Mensch in Deutschland an einem einzigen Tag? Nur zu, schreib deine Vermutung in die Kommentare. Die Auflösung gibt's am Ende. Denn Lukas hat mir die Frage geschickt, ob wir irgendwann mal alles Wasser auf der Welt aufgebraucht haben werden. Verbrauchtes Wasser ist nicht einfach weg. Es fließt im Kreislauf, kommt als Regen wieder und landet in Flüssen, Seen oder dem Grundwasser. Die gesamte Wassermenge auf der ganzen Erde ist immer gleich. Nur in welcher Form wir das Wasser finden, ob Eis oder Wolken oder Seen, das verändert sich. Auf globaler Ebene können wir also gar kein Wasser verlieren. Auf lokaler Ebene kann man aber schon Trinkwasser verlieren. In Brandenburg sinkt zum Beispiel seit 20 Jahren der Grundwasserspiegel. Das liegt daran, dass es mittlerweile oft so heiß und trocken ist, dass der gefallene Regen wieder verdunstet ist, bevor er im Grundwasser ankommen kann. Deshalb ist es umso heftiger, dass der durchschnittliche Deutsche etwa 130 Liter Trinkwasser pro Tag verbraucht. Wenn man noch einbezieht, wie viel Wasser für unsere Lebensmittel oder Klamottenproduktion drauf geht, dann kommen wir mal eben auf 7200 Liter pro Tag.